Für die Nummer 1 der verrücktesten Illusionen der Welt treffe ich mich mit der Nummer 1 des deutschen Fußballs. Er ist DFB-Pokalsieger, zweifacher Fußballer des Jahres, ein guter Freund von mir und ich bin sehr stolz, dass er hier in meiner Show ist. Marco Reus. Magie funktioniert überall. Ob Las Vegas oder Castrop-Rauxel. Und genau da treffe ich Marco Reus heute. Da ist er. Zittrig. Du hast keine Ahnung, was passiert, oder? Null, ja. Ist gut. Nervös? Ein bisschen, ja. Aufgeregt, ja. Mir kann nichts passieren. Das freut mich. Ich hoffe, mir auch nicht. Normalerweise kennt Marco Zaubertricks nur vom Fußballplatz. Heute zeige ich ihm, dass es auch in einem Restaurant magisch zugehen kann. Wir nehmen an dem Tisch Platz. Ich darf dich bitten, dich da hinzusetzen. Ja, danke. Bitte. Ich hab null Ahnung, was er mit mir vorhat. Von daher ist die Aufregung natürlich da. Weil es auch für mich, sage ich mal, das erste Mal ist, mit ihm auch selber jetzt mal zusammenzuarbeiten und mal einfach seine Arbeit kennenzulernen. Von daher, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, hättest du jemals gedacht, dass du irgendwann so erfolgreich wärst wie heute? Nein, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, weil, oder man weiß schon, dass viele Höhen und Tiefen dabei sind und man viele Sachen einfach durchläuft, die vielleicht nicht so gut laufen. Und ich denke einfach, in diesem Bereich muss man einfach hartnäckig sein, an sich glauben, gewisse Personen auch im Hintergrund haben, Familie, Frau, einfach die auf einen bauen und einfach weiter positiv bleiben und hart arbeiten. Was glaubst du, war noch dafür nötig, um trotz einiger Rückschläge, die du vielleicht mal irgendwann hattest, an diesen Punkt zu kommen und immer an sich zu glauben? Bei mir war es auf jeden Fall nicht, den Spaß zu verlieren. Das steht für mich schon ganz oben. Einfach egal, wie schlecht es vielleicht in gewissen Situationen läuft, einfach Spaß daran haben, die Arbeit weiterzumachen und natürlich den Glauben zu haben an einen selber. Ja. Sehr schön. Also würdest du mir zustimmen, dass Durchhaltevermögen, die Kraft durchzuhalten und das richtige Mindset dafür sehr, sehr wichtig sind? Ja, das sind eines der, glaube ich, schon der wichtigsten Punkte, glaube ich, die dafür sprechen. Ja. Das würde ich gerne testen. Was glaubst du, wenn wir zum Beispiel diese Kerze hier nehmen und sie gleich anzünden, dann wird diese Flamme eine Hitze von bis zu 1400 Grad haben. Was glaubst du, wie lange kannst du deine Hand über die Flamme halten? Ich weiß nicht, ob ich sie ersticke, die Flamme. Nein, du hältst sie so ungefähr in dem Abstand okay. Über die Flamme. Ach so, okay, okay. 5 Sekunden. Maximal 5 Sekunden? Ja. Wir werden das testen. Darf ich deine rechte Hand haben? Bitte. Wenn es dir zu heiß wird, ziehst du sie sofort weg. Ja, natürlich. Das waren nur ein paar Sekunden. Ich hoffe, du hast dich nicht verbrannt. Nein. Es ist aber genau das, was wir testen werden. Denn mit dem richtigen Mindset und der richtigen Einstellung kann man seine Hand länger über eine Flamme halten. Das möchte ich dir demonstrieren. Ich möchte dich bitten, die Zeit zu stoppen. Das bedeutet, dass du auf deine Uhr schauen wirst. Du hast einen Sekundenzeiger auf der Uhr. Richtig, ja. Richtig? Ja. Und du wirst mir gleich sagen, wann ich damit beginnen soll, meine Hand über die Flamme zu halten. Okay. Und guckst dabei, wie lange ich meine Hand über die Flamme halten kann. Ich sag dir aber wann. Du sagst los. Jetzt. Ja, klar. Warte kurz. No way. Wie sind wir? Wir sind bei 45. 45. 50. Alter. 55. Eine Minute. Thank you.
Okay. Minute 20. Minute 30. Oh mein Gott. Soll ich dir verraten? Natürlich. Soll ich dir verraten, wie ich das gemacht habe? Bitte. Das war meine innere Einstellung. Ich habe an eine Person gedacht, die mir Kraft gibt. Mich? Und ich möchte dich jetzt ebenfalls bitten, an eine Person zu denken, die dir Kraft gibt. Fokussiere dich auf irgendeine Person. Du denkst vielleicht als erstes an deine Frau oder an deine Tochter. Ich möchte aber, dass du an jemand anderen denkst und dir diese Person vorstellst, was sie anhat, wie sie aussieht. Stell dir diese Person vor, fokussiere dich auf diese Person. Ich möchte, dass du dich wirklich darauf fokussierst. Wichtig ist, dass dein Gedanke nicht abschweift dabei. Spüre, wie sich das Gefühl der Stärke, der Durchhaltekraft immer mehr in deinem Körper, aber auch in deinen Gedanken ausbreitet. Er ist, glaube ich, jemand, der einen direkt am Anfang schon durchschauen kann. Also das hat man einfach vom Gefühl her so, wenn man ihn begegnet, wenn man ihn sieht. Da denkt man irgendwie schon so, ich hatte gedacht, so nach den ersten Minuten so, er könnte, glaube ich, mein komplettes Leben irgendwie aufzeigen und erzählen, weil er halt einen sofort auch in seinen Bann zieht. Für die Zuschauer zu Hause ist es nun sehr, sehr wichtig, dass das, was jetzt gleich passiert, nicht zu Hause nachgemacht wird. Der einzige Grund, warum das bei Marco klappen wird, ist, weil ich ihn in einen gewissen Zustand gebracht habe, der ihm das ermöglicht. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Marco, du konzentrierst dich auf diese Person, die Person, die dir Kraft gibt. Fokussiere dich drauf. Nicht abschweifen davon. Gib mir deine Hand. Du merkst, dass dir die Flammen nichts ausmachen, solange du dich an diese Person, lass dich nicht davon beirren, nicht abschweifen davon, kannst du da noch ein bisschen tiefer gehen, nicht abschweifen, konzentriere dich auf die Person. Ich weiß, es klingt unglaublich, mach dir keine Gedanken darum, wie absurd das gerade ist. Fokussiere dich einfach nur auf diese Person, die du jetzt im Kopf hast, die dir Kraft gibt. Und solange du an diesen Moment, an diese Person denkst, hast du die Stärke, um deine Hand über diese Flamme zu halten. Vorher war es halt 2 Sekunden, glaube ich, und da hat meine Hand so gebrannt und ich habe in den ersten 20, 30 Sekunden habe ich einfach gar nichts gemerkt. Da war kein Feuer zu spüren, nichts. Verliere diese Person nicht. Nicht abschweifen von der Person. Ich glaube, langsam schweifst du ab. Verliere den Gedanken nicht. Du bist, glaube ich, weg im Gedanken. Okay, alles klar. Okay. Aber es war schon super. Alter. Sobald ich dann wirklich den Gedanken wirklich weg von der Person hatte, war es dann halt so, dass ich es halt gemerkt habe. Das war super. Am Anfang konntest du es nur ein paar Sekunden und jetzt hattest du die Kraft dafür. Ich glaube, dass du nicht nur mich und die Zuschauer zu Hause, sondern auch dich in Zukunft mit Höchstleistung überraschen wirst. Weil ich dir mit diesem Experiment zeigen wollte, dass wir mehr können, solange wir daran glauben und das richtige Mindset haben. Und solltest du die Meisterschaft holen, dann weißt du, dass es an meinem Kerzenexperiment mit dir lag. Absolut, ja. Nein, ich mach Spaß. Okay, eine ganz kurze andere Sache. Marco, schau mich bitte nochmal an. Bitte. Ich möchte, dass du noch einmal kurz an die Person denkst. Mhm. Dein Kraftmenschen. Fokussier dich auf diese Person. Stell dir vor, wie diese Person aussieht, was sie anhaben könnte. Nur in deinen Gedanken. Sag mir nichts. Sag mir nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist. Sag mir kein Wort darüber. Ich sehe ein Bild vor mir, ein Bild dieser Person Moment, ich sehe etwas. Ohne, dass ich an meinen Kraftmenschen denke. Ich mir Brandblasen hier rein. Du siehst, dass das keine Aufkleber sind. Du siehst meine Fingerabdrücke darauf. Das sind keine Aufkleber, das sind einfach Brandblasen. 2 Stück. Schau mich nochmal an. Du denkst an die Person, du stellst sie dir vor. Ich glaube, sie hat etwas an wie ein Fußballtrikot. Und ich glaube, da drin etwas zu erkennen. Sag mir nichts, gib mir keinen Hinweis, nur in Gedanken. Fokussiere dich auf die Person. Stell dir die Person vor. Mit einem Fußballtrikot zu dir gedreht. Du siehst die beiden Zahlen auf dem Trikot. Und ich möchte
Ich möchte, dass du genau hinschaust. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass sich die Brandblasen, die Form der Brandblasen, langsam verändert. Die nehmen eine neue Form an. Und ich glaube, dass das hier aussieht wie eine 1 und das hier wie eine 3. 13? Denkst du an die Zahl 13? Ja. Ja? Ja. Ich habe an die 13 gedacht. Und ich weiß nicht warum. Die kam mir einfach direkt in den Sinn. Und ja, wo er dann mit den beiden Fingern mit der Kerze da gespielt hat. Und dann sehe ich bei dem Daumen die 1. Und guck sofort rüber und denk mir so, das kann jetzt nicht wahr sein, er hat jetzt nicht die 3 da. Und dann war es tatsächlich eine 13 und wie die da reinkommt, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, das verblüfft mich gerade noch sehr, ja. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass auf dem Trikot nicht nur eine Nummer steht, sondern auch der Name der Person. Nur in deinen Gedanken. Fokussier dich auf dieses Bild, mach es heller in deinen Gedanken. Denk mal an den kompletten Namen, bitte. Denk mal an den Vornamen der Person, sein männlicher Vorname. Es ist, sag mir nichts, gib mir keinen Tipp. Es ist, Dirk Nowitzki ist es nicht, aber Dirk, ein Dirk. Du denkst an, stell dir den Nachnamen auf dem Trikot vor. Dirk Hebel. Willst du mich verarschen oder was? Wer ist Dirk Hebel? Mein Berater. Dein Spielerberater? Ja. Und an den hast du gedacht, das war auch die Person, die dir die Kraft gegeben hat? Ja. Sehr schön. Dirk Hebel. Ich ehrlich jetzt? Ja. Alter. Weißt du was? Ja. Ich finde, dass wir beide Dirk hier begrüßen sollten und wir ihm vielleicht ein kleines Geschenk machen, indem Nein. Indem wir ihm vielleicht ein kleines Trikot schenken. Nein, noch kein. Das geht nicht. Nein. Auf keinen Fall, bitteschön. No way. Leck mich am Arsch. Das geht nicht. Brutal. Je mehr ich jetzt drüber nachdenke, je mehr Zeit auch vergeht, desto konfuser wird es irgendwie. Und du versuchst das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Denkst auch drüber nach, was hättest du vielleicht anders machen können. Aber es war schon gigantisch und es hat mir schon die Sprache verschlagen. Oh, Bild, ehrlich. Das war geisteskrank. Hast du hier eine Druckmaschine oder so? Ja. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Farid, das geht nicht. Ehrlich nicht. Ja, mit dem Trikot, was soll ich sagen, das war gigantisch. Wie gesagt, ich habe versucht, eine Person zu nehmen, die er wirklich gar nicht kennt und wo er vielleicht auch nicht so drauf kommt, aber ja, ein großer Respekt an ihn. Marco, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du mit dabei gewesen bist. Gerne. Das war die Nummer 1 der verrücktesten Illusionen der Welt mit einem ganz besonderen Gast, meinem persönlichen Lieblingsspieler. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass du hier in der Show mit dabei bist. Dankeschön. Vielen Dank. Danke auch.